hinaus. Guten Abend, liebe Zuschauer. Zu Hause? Ja, und Sie alle hier in der Hohenstaufenhalle zu Göppingen, herzlich willkommen. Und wir begrüßen auch die vielen Schlachtenbummler, die heute mit Extrakurswagen der Bundesbahn aus Garmisch-Partenkirchen zu uns gereist sind. Ja, wo sind denn die Garmisch-Partenkirchen? Sind Sie? Viele Lederhosen, denn in Garmisch-Partenkirchen haben wir unsere Streiche mit der versteckten Kamera gedreht. Ja, und darum ist auch aus dieser wunderschönen Wintersportstadt der Bürgermeister hier, Herr Toni Neidlinger. Wie schon gesagt, Garmisch-Partenkirchen, da haben wir unsere Filme gedreht. Und eine kleine Vorschau wollen wir jetzt machen, denn die Filme, die sehen wir auf dieser Kinoleinwand. Ich frage Sie, weshalb sitzt denn der Pitt Krüger in der Badewanne? Was hat sich Karl Dall am Spaßtelefon einfallen lassen? Weshalb fährt dieser Herr da so komisch Ski auf der Skipiste? Was steckt in diesem geheimnisvollen Koffer drin? Und weshalb erschrickt denn diese Dame? Ich würde noch nicht so viel verraten. Ja. Ich würde noch nicht so viel verraten. Ja. Würde ich nicht, ja. Gut, also, ja, also dann... Der Spaßvogel ist heute ganz brav, ne? Der ist heute... Ja. Noch ist er sehr brav, wie wir ihn sehen. Mhm. War ich schon zu voreilig? Du warst wahrscheinlich schon zu voreilig, ja, ja. Du, ja, Felix! Was ist denn? Los, wir müssen jetzt anfangen. Wir wollen doch schließlich heute... Die Leute haben ja schon wieder die ganze Halle voll gemacht, haben die schon wieder... Na, die Halle vollgemacht, wie meinst du denn das? Voll ist die Halle. Aber viel zu klein. Das letzte Mal hat es geheißen, dass wir uns 22 Trillionen zugeschaut haben. Das sind ja niemals 22 Trillionen. Natürlich nicht die 22 Millionen. Die saßen ja letztes Mal auch zu Hause an den Fernsehern. Zu Hause, die Zuschauer sieht man nicht. Ach, die sieht man gar nicht. Nein, die sieht man nicht. Aber die sehen doch dich, oder? Natürlich sehen dich mich. Na, die tun mir vielleicht leid. Die sehen mich ja nicht allein, es sind ja schließlich auch noch andere da, nicht? Die allerliebste Paola, genau. Und mich, ja, das geht schon besser. Dich wollen ja vielleicht höchstens nur drei blinde Hühner sehen. Ja, ja. Aber mein Lieber, du endest noch als Suppenhund. Ja, ja, maule jetzt. Maule. Und wir streitet schon wieder. Wir machen jetzt den ersten Streich mit der versteckten Kamera. Und zwar sind wir jetzt in Garmisch-Partenkirchen. Ja, das ist ein hoher Berg über Garmisch-Partenkirchen. Und ihr zu Füßen liegt dieser schöne Wintersportort. Und wer nicht auf die Skipiste will, kann sich in Garmisch-Partenkirchen etwas umsehen. Bevor wir nämlich mit der versteckten Kamera zuschlagen, wollen wir uns diesen bayerischen Ferienort ganz kurz anschauen. Noch sind nicht alle Wintersportler eingetroffen, die meistens mit der Bahn anreisen. Mit diesem Zug erwarten wir einen Gast, mit dem es seine besondere Bewandtnis hat. Ganz unauffällig hat sich unter die Fahrgäste einer von uns gemischt. Es ist einer der vielen Skifahrer, die nach Garmisch-Partenkirchen unterwegs sind. Und da taucht er schon auf, da ist er, Heino Orbini. Er ist unser Lockvogel. Hier ist er schnurstracks unterwegs zum ersten Streich, den wir im Bahnhofsrestaurant drehen. Jetzt schauen wir mit der versteckten Kamera ins Lokal. Hier sitzen schon zahlreiche Touristen, die nicht ahnen, was Heino jetzt mit ihnen vorhat. Ich hätte gerne eine Weißwurst und ein Weißbier, aber geht das schnell? Ich will auch zur Zugspitze hoch. Geht sehr schnell. Gut, bin ich zufrieden. Ist nicht mehr viel Schnee oben, ne? I'm sorry. Americans. Come on. Americans. New York. No, Americans. American. Yeah. Switzerland. Ah, Switzerland. I want eat so white worst. Yeah. White. That's what we yes, do. You do the worst. Yes. Right here. Yeah. Ah, here. Yes. Oh, say. Oi. That's good. Thank you. Thank
Das? Das ist ja Wurst. Zu kurz. Das ist ja Wurst. Also kommt das. Das ist ja rather Wurst. Hier von der Wurst. So. Nee, was ist denn los? Hoppla. Joi, 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 joi. Was sind das für Würste? Joi, 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 joi. Das ist die Wurst. Ja. Haben Sie das auch bestellt? Nein. Diese Wurst. Wieso kommt das? Was geht? Wir haben auch diese Wurst? Ja. Oh. Sie müssen einen anderen Tisch. Also Table. Wieso kommt das? It's terrible. Dame ins Studio eingeladen, aber sie ist eine Neuseeländerin, sie war für uns nicht mehr auffindbar. Und jetzt möchten wir sie etwas hinter die Kulissen blicken lassen, das heißt hinter meine Jacke. Paula, kannst du mir mal helfen? Mhm. So hat das der Heiner Obine gemacht, so hat er mit der Wurst gespritzt. Hier hinten befindet sich eine Pumpe, da unten ist der Wasserbehälter und hier unterm Arm hat er eine Klappe. Und wenn man nun diese Klappe betätigt, fließt durch dieses Röhrchen, da durch dieses Wasser in den Fingerring. Und da hat es ein Loch. Und jetzt drücke ich mal und werde jetzt versuchen, mal einen Spaßbrief. Ui! Das hast du wieder mit Absicht gemacht! Natürlich habe ich das mit Absicht gemacht. Na, das kriegst du wieder zurück! Ja, hoffentlich nicht. Ja, in Garmisch-Partenkirchen hatten wir nicht nur die versteckte Kamera, sondern dort war auch der Vogel, der Spaßvogel, gelandet. Und noch während der Sendung suchten ihn die Zuschauer und Sie, Barbara Utz, waren die Erste, die ihn gefunden hat. Wo war er denn? Er war direkt vor unserem Haus eigentlich. Also ich habe aus dem Fenster geschaut und da war direkt der Vogel. Ich bin natürlich sofort raus. Und haben uns dann hier angerufen. Waren denn andere auch schon unterwegs? Ja, ich habe gehört, am Marienplatz müssen über 100 Leute gewesen sein, teilweise sogar mit Schlafanzug und Nachthemd und so. Also das kann heute wieder in einer anderen Stadt passieren, denn heute wird unser Spaßvogel auch wieder in eine Stadt fliegen. Und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie ihn finden, können das nächste Mal hier in der Sendung anstelle von Barbara Utz dann bei uns sein. Ja, jetzt sind Sie aber dran. Bitte kommen Sie mit mir an eine ganz bestimmte Stelle. Da möchte ich Ihnen was zeigen. Schauen Sie mal auf diese Leinwand. Wissen Sie, wo das ist? Ja. Das ist bei Ihnen zu Hause. Ja, wir haben jetzt nämlich eine Live-Schaltung gemacht nach Garmisch, da wo Sie wohnen. Jeden Moment wird jetzt ein Lastwagen vorfahren. Und in diesem Lastwagen befindet sich jemand, den Sie kennen, nämlich niemand anders als Pitt Krüger. Hallo Pitt, jetzt anhalten bitte und melde dich mal. Hier sind wir vor dem Haus der Kandidatin Utz. Jawohl, du hast recht. Und Sie sehen, er hat 4 Tonnen Schnee geladen. Er wird nun diesen Schnee vor Ihrer Haustür auskippen, damit Sie morgen was zu schaufeln haben. Aber der Pitt, er hat ein Telefon im Auto, ein Autotelefon, und Sie können ihn anrufen. Sie können den Pitt Krüger bitten, den Schnee nicht vor Ihrem Haus auszuleeren. Und da ist das Telefon. Sie haben eine Minute Zeit, den Pitt anzurufen, und dann geschieht's. Aber Ihr Weg zum Telefon führt über diese Eisfläche, und Sie wissen, auf Eis kann man sehr leicht einbrechen. Ja? Suchen Sie sich irgendeinen Startpunkt. Ich möchte mal jetzt mit Pitt Krüger Verbindung aufnehmen in Garmisch. Hallo, mein lieber Pitt. Ja, hallo, lieber Kurt. Wie ist das Wetter? Das hat 7 Grad plus, kein Niederschlag. 7. Das ist Tauwetter, ja. Tauwetter. Ja, im Tal hat es noch so 10 bis 15 Zentimeter Schnee. Ja, gut. Bist du bereit, in einer Minute den Schnee vor der Haustür von Barbara Utz auszukippen? Ja, selbstverständlich. Gut, dann gebe ich das Zeichen. Achtung, fertig, los.
So ganz vorsichtig, liebe Barbara, man kann es schaffen. Man kann es schaffen. Ja, wählen Sie den richtigen Weg. Nur mutig voran, Barbara. Es sind erst 15 Sekunden. Nur vorsichtig ran. Wenn es natürlich nicht klappt, dann passiert es mit dem Schnee. Glauben Sie, Sie sind jetzt schon ganz auf gutem Weg. Noch haben Sie nicht die Hälfte der Zeit. Kommen Sie schön, kommen Sie schön. Ja, jetzt müssen Sie aber langsam mutig sein, denn sonst kommen Sie nie zum Telefon. Jetzt sollte es klappen. Kommen, jetzt jeden Moment werden Sie es wahrscheinlich schaffen. Jawohl, und Sie haben es. Ja. Ai, das war mein Ding. Barbara, kommen Sie. Darf ich Sie bitten? Den spaßvollen Empfang. Das war wohl nichts, mein Lieber. Nein, der Schnee ist noch oben. Noch oben. Es war also ganz, es war ganz knapp. Du hast ja schon die Kippe hochgemacht, ja, gell? Ja, ich habe schon angefangen, ja. Und jeden Moment wäre. Und wie lange brauchst du zum nächsten Ort? So ungefähr 30 Minuten, dann bin ich am nächsten Ort. Eine halbe Stunde. Ja. Gut, dann schicke ich wieder einen auf Seis, gell? Ja, tschüss, Peter, auf Wiedersehen. Tschüss. Liebe Barbara, das war vielleicht spannend. Hier ist für Sie der erste silberne Spaßvogel des heutigen Abends. Den bekommen Dankeschön. Sie jetzt. Und Sie nehmen Platz neben Ihrem Bürgermeister in der Dankeschön. Ehrenloge. Bitte, hier. Und wenn man an gar nicht harten Kirchen denkt, denkt man zu dieser Jahreszeit vor allem an Schnee, an Sonne, an Urlaub, an Skifahren und auch an zwei ganz berühmte Einwohner dieser Stadt, an Rosi Mittermeier und Christian Neureuther. Und Christian, wir waren ja mit der versteckten Kamera in Garmisch-Partenkirchen und da haben wir natürlich die Prominenten auch nicht verschont. Wir haben auch mit euch, das heißt vor eurem Haus, einen Film gedreht mit der versteckten Kamera. Und den Zuschauern möchte ich sagen, die beiden haben den Film jetzt noch nicht gesehen. Sie sehen den Film zum ersten Mal. Rosi Mittermeier, Christian Neureuther, darf ich Sie deshalb in die Ehrenloge bitten. Unsere Mitarbeiter der versteckten Kamera sind damit beschäftigt, vor dem Haus, in dem Rosi und Christian wohnen, ein Kassahäuschen aufzustellen. Noch zeigt sich niemand von Neureuthers, aber lange wird es wohl nicht dauern, bis unser Treiben auffällt. Achtung, da ist Rosi im Anmarsch. Ja, grüß Gott, Frau Mittermeier. Ja, wenn Sie sich gleich mal anschauen wollten, vielleicht, ob das so stehen bleiben kann. Schauen Sie mal, nicht, dass wir Schwierigkeiten kriegen mit der Versicherung. Was ist denn? Ein Kassenhäuschen. Schauen Sie mal. Geht es so? Ja, was ist denn? Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Ich würde bloß, damit es wegen der Versicherung keine Schwierigkeiten gibt. Ich bin der Herr Vogel, ich bin der Filialleiter von der Münchner Filiale von unserem prominenten Sightseeing. Haben Sie doch sicher schon gehört. Nein. Nee? Keine Ahnung. Wir machen Kaffeefahrten, die kennen Sie ja, hat der Rudi Carrell ja schon mal mit angefangen. Mhm. Und besuchen bei diesen Kaffeefahrten Prominente, zeigen, wo die wohnen und so weiter. Ach ja, die freuen sich immer, die Leute. Wir haben das in Hamburg haben wir es mit der Kabel gemacht. Lass Sie die, das dürfen Sie auf Kornfeld machen. Ja, die Leute freuen sich doch immer, Frau Riedermann. Ja. Ja, holen Sie ihn mal. Die sind schon unterwegs. Ja, aha. Rosi weiß sich nicht zu wehren und will sich sicher Verstärkung holen. Sie scheint wütend zu sein. Unser Wolfgang bewahrt aber die Ruhe und jetzt kommt Christian in Moment. Da ist er schon. Grüß Gott, Herr Neureuther. Ja, genau. Vogel ist mein Name. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo, die Frau hat sicher schon gesagt, wir sind vom prominenten Sightseeing in München. Wir machen so Kaffeefahrten. Rudi Carrell hat ja schon mal damit angefangen. Und wir zeigen da einfach bei den Reisen, wo Prominente wohnen und so weiter. Dauert nicht lange. Wenn wir so eine halbe Stunde, kommen da die Leute. Wir haben das schon in Hamburg gemacht. Sie waren sich gefreut.
Und dann lasse ich die Leute kommen, dann lass das halt wegnehmen. Wie geht's? Herr Geier, ja, also die Herrschaften sind nicht so begeistert von der Geschichte, aber ich meine, die sind wir schon mal da und machen mal weiter. Würden Sie sich vielleicht bitte hier aufstellen? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt sind wir am Ziel unserer Reise bei Rosi und bei Christian. Hier ist also das Haus. Und jetzt wollen wir zusammen Rosi und Christian begrüßen. Und wir machen das alle zusammen. Wir sagen guten Tag, Rosi, guten Tag, Christian. Eins, zwei, drei. Guten Tag, Rosi! Guten Tag, Rosi! Guten Tag, Rosi! Und jetzt dasselbe für Christian. Guten Tag, Christian! Guten Tag, Christian! Guten Tag, Christian! So, und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt können wir eines machen. Jetzt können wir ein bisschen das Haus anschauen, ein bisschen fotografieren. Bilder, machen Sie hier unten schon mehr Bilder. Schön fotografieren, jawohl. In diesem Haus. So, jawohl. Schön ein bisschen zurückdrehen, schön Bilder machen. So, jawohl. Und wenn alle fertig sind, können wir zusammenkommen. Und ich möchte Ihnen ein bisschen was übers Haus erzählen. Bitte kommen Sie alle her. So, also wir haben hier, wenn alle da sind, fange ich an. Wir haben hier einen Keller, der ist eingeteilt in verschiedene Räume. Und der ist all elektrisch geheizt mit 180 Meter Kupferrohr. Und Steine, Natursteine, die können erhitzt werden bis zu 900 Grad. Wahnsinn. Naja, damit Rosi und Christian immer schön warm haben. Dann haben wir in einem anderen Raum eine Übungspiste, eine Skipiste, wo Rosi und Christian jeden Tag 3 bis 4 Stunden trainieren. Dann kommen wir vom Keller in den Erdgeschoss und da kommt eine Sensation. Da ist nämlich ein kleiner Skilift gebaut. Von allen Räumen aus kann man den Fernseher betrachten, auch von der Toilette aus. Überall sieht man den Fernseher, weil Christian und Rosi immer die Skirennen verfolgen. Das ist ja klar, nicht? Dann kommen wir in den ersten Stock, da haben wir dann das Schlafzimmer. Mit einem riesengroßen, schönen Doppelbett und an allen 4 Ecken sind die Siegespokale aufgestellt. An allen 4 Ecken, das ist auch sehr schön. Und über dem Himmelbett hängen die Goldmedaillen. Meine Damen und Herren, ja. Ja, das ist wunderbar. Und meine Damen und Herren, zum Abschluss, Sie wissen, auf dem Mond hat man Mondgestein mitgenommen und wir nehmen, nachdem wir noch ein Lied gesungen haben zusammen, nehmen wir dann ein bisschen Rosi-Erde mit. Sie haben so einen kleinen Plastiksack bekommen. Darf jeder ein bisschen Rosi-Erde mit nach Hause nehmen. So, und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt können Sie die Erde holen. Nehmen Sie Rosi-Erde mit. Hallo? Hallo, ist denn niemand da? Hallo? Ja, Neureuther. Ja, gut. Kommen Sie schnell nach vorne, bitte. Zu den Leuten, die warten doch alle auf Sie. Ich habe Ihnen gesagt, es kommt nichts in Frage. Ja, aber nur schnell, nur Grüß Gott sagen. Sie sind extra wegen Ihnen gekommen, sind Ihre Fans. Wenn Sie... Nur bis Gott sagen würden. Ich sage Ihnen eins, wir gehen nicht vor und wenn Sie... Aber sind Sie uns doch nicht böse. Ich habe es Ihnen doch schon gesagt, aber Sie, was wollen Sie überhaupt mit der Kasse da? Ja, die Leute, wir machen Kaffeefahrten, Herr Neureuther, und wir besuchen bei diesen Kaffeefahrten Prominente. Und die sammeln wir so alle auf der Strecke auf und dann, irgendwann müssen wir ja mal kassieren. Und das wollen wir dann bei der Gelegenheit machen, da haben wir sie alle da. Ich meine, dann fällt es auf unser Licht, dass bei uns kassiert wird. Nein, die Leute bekommen für dieses Geld ja Kuchen und Kaffee und die Fahrt und so. Na, also geht überhaupt nichts. Herr Neureuther, wir wollten ja eigentlich ursprünglich jetzt wöchentlich zweimal zu Ihnen kommen. Und das ist extra ein Fan, der hat einen Bus verpasst, der kommt extra noch wegen Ihnen. Ein Fan, der hat uns angerufen, ein Superfan, der kommt auch noch. Na, also wenn Sie zu dem Grüß Gott sagen. Da sind wir ganz hart. Wenn Sie dem jetzt begrüßen würden. Können wir überhaupt nichts machen. Ach, das ist halt wieder blöd, das ist schade. Also einmal, machen Sie doch mal eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Wenn wir schon da sind, dann sind wir nicht so. Bitte, eine Ausnahme. Sind Sie doch nicht blöd. Diese Blumen. René Besson und Wolfgang Herbert für diese wirklich köstliche Nummer. Sie haben, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, bald beide einmal in unsere versteckte Kamera reingeguckt. Was habt ihr denn da gesehen? Mir ist das aufgefallen. Na, mir ist der Bus, wo ja dann die Kamera drin war, der ist mir aufgefallen und darum habe ich auch hingeschaut und dann dachte ich mir, ja, das ist so ein Bus, wir haben ein Fraunhofer-Institut in Garmisch, ja. Die machen also Luftmessungen, ob die Luft verschmutzt ist, in Garmisch ist gar nicht verschmutzt, aber auf jeden Fall, die machen so Messungen und da dachte ich mir, das ist so ein Bus. Da haben wir, Glück gehabt, ich habe gedacht, jetzt ist alles im Eimer, der kommt hin und sagt, Gott Felix, bitte steig aus, alles ist vorbei und...
ihr habt überhaupt nichts gemerkt. Ja, das hat man wohl gesehen, dass ihr nichts gemerkt habt. Was geschah dann im Haus, als René Besson mit seiner Gesellschaft da draußen stand, das Haus erklärt hat? Was habt ihr denn da gemacht? Na, die Rosi kam völlig aufgelöst rein. Ich habe gerade telefoniert und gesagt, aufhören, auflegen und du musst raus. Sag ich, ja, was ist denn? Ja, da draußen, das sind Leute, die wollen Kaffeefahrten zu uns machen. Richtig. Dann habe ich gesagt, ja, das wird nicht so schlimm sein. Dann sagt sie, doch, das ist so ein lästiger Kerl. Da geht überhaupt nichts. Und dann war noch zufällig eine Freundin, die hat gesagt, ja, Kaffeefahrten habe ich gehört, da werden die Leute ausgenommen. Und da war ich natürlich auch auf 100 und bin rausgegangen. Das kann ich mir vorstellen. Es sah ja wirklich sehr, sehr echt aus. Also ist euch denn so etwas schon mal passiert? Ja, also zu Hause in Winkelmoos bei meinem Elternhaus ist natürlich nicht ganz so krass, dass man gleich kassiert und dass da Leute Kaffeefahrten veranstalten. Aber da sind natürlich schon die Leute gekommen, über den Zaun geklettert oder auch einfach ins Haus gegangen, haben sich umgeschaut, haben gesagt, wenn man nicht zugesperrt hat oder sogar auch schon Wäschestücke von der Leine mitgenommen. Bikini. Und, ja, und stellen Sie sich vor, man wird sich da sonnen im Garten, wunderbar, kommt der Bus daher. Ja, das geht doch nicht. Den Trick wollt ihr euch ja einladen. Ja, deswegen erst passiert war. Also verstehen wir natürlich auch die Reaktion. Sie sehen. Wir haben natürlich selbstverständlich noch mehr prominente Leute mit der versteckten Kamera aufgenommen. Und der Nächste, den wir Ihnen jetzt ansagen, ist ein ganz besonders misstrauischer. Und deshalb sind wir besonders stolz, dass uns dieser Scherz gelungen ist. Nämlich, es handelt sich um Freddy Quinn. Ja, aber bevor wir uns den Film mit der versteckten Kamera anschauen, hören wir uns sein neues Lied an. Denn damit, mit der Melodie, hängt der Streich zusammen, den ihm Kurt gespielt hat. Also achten Sie genau auf die Melodie. Es kommt jetzt und damit eröffnen wir die ARD-Fernsehlotterie 1984. Das Lied, komponiert und gesungen von Freddy Quinn. Bitteschön. Es kommt jetzt und damit eröffnen wir die ARD-Fernsehlotterie 1984. Das Lied, komponiert und gesungen von Freddy Quinn. Bitteschön. Mit ein wenig guten Willen, anderen einen Wunsch erfüllen und mit einem kleinen Lachen jemand eine Freude machen, wenn man ihm die Hand nur reicht. Das ist einfach, das ist leicht. Denn mit etwas gutem Willen jemand einen Wunsch erfüllen und ihm ohne viel zu fragen ein paar nette Worte sagen, ist ein schöner alter Brauch. Das kann jeder, das kannst du auch. Überall gibt es Probleme, unlösbare, unbequeme. Wenn man etwas ändern kann, fängt man bei sich selber an. Manchmal denkst du voller Sorgen, wie geht's weiter, was wird morgen? Wenn dir einer Gutes tut, kriegst du wieder neuen Mut. Denn mit etwas gutem Willen jemand einen Wunsch erfüllen und ihm ohne viel zu fragen ein paar nette Worte sagen, ist ein schöner alter Brauch. Das kann jeder, das kannst du auch. Wenn's mir schlecht geht, denk ich immer, anderen geht es noch viel schlimmer. Nur ein Lächeln, nur ein Wort, dann versteht man sich sofort. Man kann oft mit kleinen Dingen eine Freundschaft sich erringen. Eine Freundschaft, die vielleicht für ein ganzes Leben reicht. Mit ein wenig gutem Willen anderen einen Wunsch erfüllen und mit einem kleinen Lachen jemand eine Freude machen, wenn man ihm die Hand nur reicht. Das ist einfach, das ist leicht. Denn mit etwas gutem Willen jemand einen Wunsch erfüllen und ihm ohne viel zu fragen ein paar nette Worte sagen, ist ein schöner alter Brauch. Das kann jeder, das kannst du auch.
Nun, bevor wir mit Informationen über die ARD Fernsehlotterie weiterfahren, kommen wir zu diesem Film, den wir mit dir, Freddy Quinn, gemacht haben. Dazu brauchen wir natürlich jeweils einen Lockvogel, der möglichst schweigsam ist. Und dieser Lockvogel, das bist du, Dieter, du hast uns geholfen, den Freddy zu verladen, stimmt? Richtig. Ja. Also, erzähl mal. Ich habe mich Mitte Oktober mit Freddy in Stuttgart im Süddeutschen Rundfunk verabredet und da haben wir gesprochen über den Auftritt von heute Abend. Ja, und Freddy, du bist dann angereist, ahnungslos, was hattest du bei dir? Ja, selbstverständlich. Ich kam ganz stolz an und wollte meine neue Produktion vorführen und dachte an nichts, hätte natürlich misstrauisch sein müssen, wie das mein Naturell ist, und spielte also dem Dieter Reit die Kassette vor, das fertige Band, eine Produktion, die ja heute das erste Mal gelaufen ist. Ich muss sagen, ein Lied, das du komponiert hast. Ne? So ist das. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Zumindest dachte ich das bis zu dem Ganz Moment. Ganz genau. Aber jetzt hast du was gemacht, lieber Dieter. Was Freddy nicht wusste, ich habe mir von der Redaktion der Fernsehlotterie bereits diese Kassette mit der Aufnahme schicken lassen. Ich habe die Melodie also auch gekannt. Ja, schon vorher. Schon bevor Freddy angereist war. Und dann hast du noch was gemacht und das ist natürlich die Spitze. Das ist etwas sehr Hinterlistiges gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe von dieser Melodie ein Arrangement geschrieben, eine Instrumentalversion mit der gleichen Melodie und habe das mit meinem Orchester aufgenommen. Und dieses Band mit dieser Aufnahme habe ich in das Archiv des Süddeutschen Rundfunks geschmuggelt. Also stellen Sie sich vor, da reist einer an und will seinem Kollegen eine Komposition vorspielen, nicht? Aber dieser Schleuling, der hat vorher schon dieselbe Melodie heimlich aufgenommen und ins Archiv gestellt. Welches Datum hat er der Komposition gegeben? Jedenfalls das Jahr 1979. Im Grunde genommen ist das eine ganz schreckliche Situation und wir zeigen jetzt dir ein paar schreckliche Minuten deines Lebens, Freddy. Jahre sind draus Zumindest geworden. Mir das so wir vor. Blenden uns jetzt genau in die Stelle ein, als Dieter Reit behauptete, er würde die Melodie schon kennen. Nee, ich will um Gottes Willen, nein. Ich glaube, ich hab mal eine Nummer geschrieben, die so ähnlich klingt. Ohne Flaggestelle. Das heißt nice and easy. Ja, aber das ist es bestimmt nicht. Aber mich würde es jetzt wirklich mal interessieren, weil das Band muss ja hier im Haus existieren. Ich habe so diese Nummer vor Jahren, diesen Refrain vor Jahren als Orchesternummer geschrieben. Bitte? Ah! Okay, danke. Hast du ihn ja im Lift schon gesehen? Das sind unsere neue nice and easy. Das interessiert mich jetzt echt. Diese Mühle angeht hier. Das ist schon an. Ja, so ein Seitenschalter. Du, das sind Sachen, das ist ja kein Hit von mir gewesen. Den Auftraggeber des Arrangements. Na? Schauen wir mal, wer da ist. Guck mal.
Weißt du was, nee, jetzt? Du verstehst doch Spaß, oder? Das ist sehr Mit der versteckten Kamera konnten wir nur immer an dich ransehen. Was ging da in dir vor? Aber? Schreckliches. Das kann eine Welt brach in mir zusammen und ich darf dir eines sagen. Ich war noch nie so glücklich, dich zu sehen in meinem ganzen Leben. an dem Abend oder an dem Tag. Und denk, die Platten sind in Druck, die Hüllen werden gedruckt. Es war alles gelaufen. Ich war am Weg nach Amerika. Es war nichts mehr zu retten. Und dann hat er das plötzlich 79 schon geschrieben. Meine Melodie. Freddy, wir wünschen dir und deiner Melodie, natürlich auch der ARD Fernsehlotterie, alles Gute. Danke, dass du nicht böse geworden bist. Dass du ich verdonnere dich zu 5 Mark. Mit 5 Mark bist du dabei. Jawohl, und Felix. Ich schwöre. Dankeschön. Bitte schön, Felix. Dieter. Du hast das klammheimlich gemacht, ja, hast das Band genommen und hast mich verladen. Ich nehme jetzt hier ganz öffentlich deine Noten, deine Partitur. Sieh zu, wie du den Rest des Abends dirigieren kannst. Tschüss! Also der Startschuss zur ARD-Fernsehlotterie. Ein Platz an der Sonne. Ein Platz an der Sonne. Platz an der Sonne. Platz an der Sonne? Wer platzt denn eigentlich gern an der Sonne? Ja, sowas. Ja, also platzen, du platzt an der Sonne, sogar im Schatten, wenn du die Preise kennen würdest. Bis zum 5. Mai werden jede Woche 2 Autos verlost, 100.000 Mark. Attraktives Traumreisen in alle Welt. Dann gibt es 3 Tüten Vogelfutter, 100 Autogramme, von mir natürlich, und jeden Sonntag einen großen Regenwurm. Den sucht der Felix. Bitte red jetzt nicht dazwischen. Davon verstehst du nichts. Wieso? Wir sind doch beim Fernsehen. Da redet jeder dazwischen, der nichts davon versteht. Sogar du. Also, ihr legt euch schon wieder in den Arm. Also, außer den Wochenziehungen gibt es an 3 Sonntagnachmittagen noch Unterhaltungssendungen mit noch größeren Gewinnchancen. Und am 17. Juni kommt dann die große Hauptziehung mit mindestens 7 Häusern, 125 Autos, 8-mal 100.000 Mark. Manch einer hat nicht mal ein paar einziges Paar Schuhe und dank der Fernsehlotterie 100.000, nicht? Was fange denn ich mit 100.000 Schuhen an? Ich bin doch kein Tausendfüßler. Ja, 100.000 Mark meine ich, und mit noch mehr Geld wird geholfen. Ach so. Ja, und dieses Jahr ist Paderborn die Patenstadt der ARD-Fernsehlotterie. Und darum ist der Bürgermeister aus Paderborn hier, Herr Herbert Schwiede. In dieser Stadt, glaube ich, werden auch besondere Aktionen durchgeführt. Ja, wir haben jetzt schon viele Aktivitäten und über 150 der verschiedensten Gruppierungen hinter uns. Davon will ich Ihnen nur 2 nennen. Da hat es ein großes zusätzliches Stadtschützenfest gegeben, bei dem die höchste Einzelspende von 27.000 Mark gesammelt wurden. Und außerdem möchte ich noch nennen, dass Paderborner Gymnasiasten im Basketball den Weltrekord im Dauerbasketball gebrochen haben. 100 Stunden dauert Basketball in den Weihnachtsferien. Wir haben noch viele Aktivitäten mit vielen Gags vor für die nächste Zeit. Und wir haben bis jetzt schon 185.000 Mark auf dem Spendenkonto für die ARD-Fernsehlotterie. Ist ja toll. Also noch vor dem Eröffnungsdatum schon so viel Geld gesammelt, denn man will ja damit auch helfen. Und es ist hier heute bei uns auch der Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, Herr Timmann. Ich meine, ihm verdanken wir es auch, dass bis heute so viel geholfen wurde. Wie viel ist denn bis heute schon zusammengekommen? 750 Millionen für die Arbeit des Deutschen Hilfswerks. Toll. Das finden wir toll, ja?
liebe Zuschauer, dann habe ich eine herzliche Bitte. In den nächsten Wochen, in 16 Wochen, machen Sie wieder mit, zahlen Sie ein und seien Sie mit 5 Mark dabei. Dankeschön. Ja. Mit 5 Mark sind Sie wieder dabei und hier haben wir unser 5-Mark-Stück. Diese 5 Mark können Sie einzahlen bei der Sparkasse, bei der Bank oder beispielsweise auch beim Postcheck. Und wenn Sie wollen, können Sie auch einen Dauerauftrag bestellen. Da sind Sie 16 Wochen dabei, 16 Mal mit 5 Mark, 16 Mal Gewinnchancen in den 16 Ziehungswochen. Es gibt auch ein Benefizbuch, Schatztruhe Deutschlands, mit ganz tollen Farbfotos von Landschaften und Bräuchen, mit einem Vorwort von Bundespräsident Dr. Karl Carstens. Und dann gibt es auch eine Benefiz-Schallplatte, da sind prominente Künstler drauf, wie zum Beispiel Roland Kaiser, Freddie Quinn, Vico Toriani, Paula. Oh nein! Was stöhnst du? Ich stöhne ja nicht. Ja, aber hier stöhnt's doch irgendwo. Ach, hier stöhnt's. Du meine Güte, oh, Karl ja. Dall. Ist falsch gerollt, nicht wahr? Ja, ja. Weshalb passt denn das? Weshalb bist du da rein? Lotterie. Ich wollte bei der Gelegenheit meine Kontonummer bekannt geben. Ja? Aber das geht doch nicht, meine... Ich habe meine eigene Lotterie. Der Reinerlös kommt mir zugute. Ja, aber der ist nicht mehr zu helfen, du. Auch mit Geld nicht mehr. Wenn Sie 500 Mark auf mein Konto überweisen, dann bekommen Sie Herbstzeitlose Heimatlose und... Sittenlose, atemlose, hemmungslose. Ja, du, bei dir ist eine Schraube lose, nehme ich an. Dann, weißt du, ich möchte von dir, wenn du schon da bist, mal einen tollen Spruch haben zur ARD-Fernsehlotterie. Also, der wie richtig so werbemäßig hinhaut, dass die Leute wissen, jetzt das ist ein so Werbetreiler. Ja, so ein Fetzer. Ein zweiter, ein Hammer muss es sein. Mhm. Nicht? Oh ja, da hätte ich einen. Gut. Paola ist die reinste Wonne, der Kurt hat einen Platz an der Sonne. Das ist schon gut. Ich brauche noch einen, der die Leute so richtig motiviert, 5 Mark einzuzahlen. Das ist gut, da habe ich noch einen. Gut. Warum sollen wir uns Lose kaufen? Wir können ja auch das Geld versaufen. Herr Aumann, wir kommen rein. Nein, heute soll positiv sein. Positiv? Ja, was ganz Positives. Ah ja, da habe ich was Positives. Ja? Komm, Süßer, sagt die Frau an der Ecke. Nur 5 Mark ist für gute Zwecke. Mein Karl, also ganz ehrlich, jetzt möchte ich einen, der so richtig, weißt du, den man auch im Fernsehen hören und zeigen kann. Ja. Ja? Lieber 5 Mark an der Stirne als eine Torte auf der Birne. Du denkst mal, das ist ungeweilig. Ja, ja. Ich denke, Spaß davon. Du hast mal wieder irgendwohin telefoniert. Ja, nach Garmisch-Partenkirchen, das ist ja die Stadt diesmal, wenn ich dir das mal erklären darf. Ja. Bitte, bitte. Und da haben wir einige Pensionen und Hotels angerufen und ich habe da kurz vor Weihnachten Zimmer bestellt. Das heißt, ein Zimmer oder zwei, ich alleine, aber doch nicht ganz alleine. Ja. So, wenn man dich kennt, liegt da noch was dahinter, gell? Mhm. Okay, wähl mal an, ganz symbolisch, und dann fahren wir mit der Aufzeichnung rein. Hallo. Hallo. Hier Dorenkamp, auswärts. Ja. Ich habe ein Problem. Haben Sie schon geöffnet? Ja, sicher. Ja, dann möchte ich gerne zwei Doppelzimmer buchen, ab morgen. Aber wie lange möchten Sie denn gerne bleiben? Ja, so um den 21. bis noch ein paar hinter. Ich habe einige Tiere dabei. Das macht ja nichts. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Ja, und zwar deswegen brauche ich das zweite Doppelzimmer, weil ich dort das Doppelbett rausschiebe und den Container mit den Tieren aufbaue, beziehungsweise den Käfig dann öffne. Ach so. Ja. Zwar handelt es sich um, bitte erschrecken Sie jetzt nicht, 700 Fledermäuse. Hier sein! Bitte? Was? 700 Fledermäuse. Sie beheizt die Garage. Ja. Also Sie würden die 700 Fledermäuse in der Garage aufnehmen? Sicher, die könnten wir in die Garage tun.
Ach, das ist aber nett von Ihnen. Das ist ja wirklich eine Hilfe. Da danke ich Ihnen sehr. Das werde ich wohl in Anspruch nehmen. Da könnten Sie dann auch über Weihnachten bleiben, ja? Nee, Weihnachten habe ich... Haben Sie Gäste in der Garage Weihnachten? Nee, in der Garage. Die Garage ist vermietet dann wieder. An Autos? Ja. Was ist denn nun wichtiger, ein Auto oder meine 700 Fledermäuse? Nee, das geht nicht. Also es geht prinzipiell schon. Ich würde sagen, Sie kommen morgen. Sie kommen ja doch sicher mit dem Fahrzeug. Ja, ich habe... Und dann könnte man das an Ort und Stelle besprechen, welcher Raum geeignet ist. Es wäre mir natürlich noch besser, wenn ich mit dem Wagen direkt vor die Tür kann. Denn ja, das können Sie sowieso. Dann würde ich mit einem Bettlaken so eine Art Kanal bauen, dass ich die gleich so reinfliegen lassen kann in die Halle, ja? Und wenn Sie dann die beiden Zimmer öffnen, wo ich wohne, dann haben die schon ihren Ausflug gehabt. Ja, und wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, also, Sie vielleicht über den Balkon dann. Über den Balkon ist auch nicht schlecht, ja. Machen die einen Dreck? Wie ist denn das? Irgendwo müssen die ja auch mal was lassen, ne? Ja, das ist die Frage, die wollte ich eigentlich ein bisschen umgehen, ja. Ja, natürlich. Das ist ja so. Ich meine, wir haben ja überall Teppichboden. Ich muss das ja am spätestens am 23. kommen Haufen Gäste, da müsste das einwandfrei sauber und wieder geruchsfrei sein. Ja, da helfe ich Ihnen. Und zwar schlagen wir das Ganze am besten mit einer Plastikfolie aus. Also da oben den ganzen Trakt, den ich mit den Tieren bewohne. Und ja? Krallen sich die an der Tapete fest? Nicht so gerne. Was für eine Tapete ist das? Ja, es ist eine glatte, feste Tapete. Nee, das geht nicht. Aber wenn Sie so poröse Tapeten haben, da krallen Sie natürlich gerne dran fest, nicht? Das... Aber wie gesagt, wenn Sie schon mal Wäscheleinen spannen würden... Ja, das geht schlecht, da müsste ich ja Haken in die Wand reinmachen. Also das geht nicht. Das geht nicht, nein. Dann machen wir das mit Dübeln. Wir dübeln das, ja? Also es geht prinzipiell schon. Seien Sie froh, dass der Karl Dall jetzt nicht kommt mit 700 Fledermäusen. Aber wir schicken Ihnen einen silbernen Spaßvogel nach Garmisch-Partenkirchen. Und wenn ich jetzt Partenkirchen sage, so meine ich das so. Nämlich, man vergisst meistens zu sagen noch eben den zweiten Ort, die zweite Ortsbezeichnung, Partenkirchen. Also wenn ich nur Garmisch, da klatscht schon jemand, ja. Also, liebe Partenkirchener, wenn ich nur mal Garmisch sage, so bitte schließt euch auch mit ein. Und jetzt kommen wir zum nächsten Streich mit der versteckten Kamera. Heino Horbini hat es nochmals versucht, und zwar vor der Garmisch-Partenkirchener Post. Ist es so recht? Er hat sich vor allem auf die Postkunden konzentriert. Und was er dabei erlebt hat, meine Damen und Herren, sehen wir im nächsten Streich mit der versteckten Kamera. Das ist ein Mann, der täglich zum Postamt fährt. Aber er ahnt natürlich nicht, dass wir ihn mit der versteckten Kamera beobachten. Bis unser Heino auftauchen kann, muss er warten, bis der Mann mit dem großen Paket in der Post verschwunden ist. Und dann geht es um Sekunden. Und hier schlagen Heino zusammen mit Peter zu. Unser Spezial-Skiträger lässt sich leicht auf jedes Autodach montieren. Die beiden haben das vorher geübt. Können Sie mich bitte so selber hochfahren, schnell? Ja, was ist jetzt? Wir müssen weg. Ja, aber ich muss auch weg. Drüben Taxi. Nein, ich brauche kein Taxi. Das kostet zu viel, ein Taxi. Es geht auch schneller. Ich habe alles vorbereitet, nicht? Der Ski steht da uns. Nein, da können Sie nicht.
Das ist mir. Und schiebe ihn auf da? Ja. Und schiebe ihn auf. Sie sind ja gut, dann können Sie ja vorher fragen, oder? Ja, ich frage Sie, fahren Sie mich bitte zur Seilbahn, nein, uns, Hausberg. Nein, ehrlich, nein, uns geht es erst mal. Wir müssen ja fahren. Ja, ich muss auch fahren, in der Skischule. Ja, da drüben sind Taxi, stehen Sie. 100 Meter da drüben sind bis oben. Aber die kosten doch was. Nein, wir müssen. Gut, meine Acker. Das ist Ihr Auto? Das ist Ihr Auto? Können Sie mich zum Hausberg fahren? Die müssen wir runter machen. Ich hab da keine Zeit, Mensch. Der schön, einer hat mir die Ski geschenkt. Ja, das müssen wir ja runter. Nein, nicht geschenkt. Ich muss zum Hausberg. Machen Sie die Dinger wieder ab und fertig. Ja, Sie können doch schnell hinfahren. Ach Gott, dann machen Sie Dinger ab und fahre ich ohne den Dingern, oder? Halleluja. Schnell aufzuladen, dann können Sie mich so schnell wie möglich zur Hausbergseilbahn führen. Ich muss um 5 dort sein. Es kommt kein Postauto hier. So viel Zeit habe ich allerdings nicht. Ich wollte die Dinger eben runterschmeißen. Ah ja? Weil ich dachte, da hätte sich jemand einen Scherz erlaubt. Nein, ich dachte, das geht schneller so, wenn die Ski schon montiert sind. Okay. Gut, fahren Sie schnell hierher. Nach rechts. Nach rechts fahren wir. Verstehen Sie Spaß? Ja. Haben Sie schon mal die Fernsehsendung gesehen? Das ist sie. Wir haben gelacht. Sie und wissen Sie, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich war jetzt vor allen Dingen ein bisschen, weil Sie so trocken auf mich zukamen. Ja, fantastisch. Selbstverständlich, ich kenne jede Ihrer Sendungen, ja. Finde ich ja fantastisch. Gratuliert. Hallo, ich möchte mal wissen, da gehe ich gut oder gut. Ich bin Sie, ja, und Zuschauer. Ja. 79. Ich möchte gerne aus Garmisch-Partenkirchen abreisen. Können Sie mir bitte jemanden aufs Zimmer schicken, der mir die Koffer runterträgt? Ja? In Ordnung. Dankeschön. Du bist hier vorne, ne? Gut, okay. Hey. Sei sie. Moment. Ich. Von Klausing, ne? Klausing. Schreiben die echt Silber, stimmt ja gar nicht. Stimmt gar nicht, schlecht. Lässt sich schlecht verkaufen.
gut, ja. Hier, so. Mein Kollege kommt mit dem Auto, komm hier. Ja. Ja. Wo kommt er nicht? Viertel vor neun. Viertel vor neun soll er hier sein. Hab ich abgemacht. Chef von. Was, Chef von? Ach, das ist mir peinlich. Ach, das gute Geschenk. Ja, leider, ja. Das ist die kaputte, schöne Tasse. Ich bringe nur eine, ne? Gut. Ja, das Geschenk. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Gleich vorgefahren. Hier hin. Was keinen Schnee hat, können Sie mich hinstellen. Er kommt gleich, habe ich angerufen, er kommt. Ja. Nee, passen Sie gerade da. Das ist nur peinlich. Moment, hier ist alles verrutscht. Ach. Das ist aus dem Zimmer. Die Blumen auch. Die Blumen? Nee, die sind ja falsch. Gucken Sie mal hier. Das sind ja falsche Blumen. Was wollen Sie damit? Ja, es gehört aber alles in die Raumausstattung. Gehörte? Ich hab's gefunden. Sie können es nicht einfach mitnehmen. Ich hab's gefunden. Es stand auf dem Tisch. Tut mir leid, Sie müssen es mal wieder mitgeben. Ist gut. Es gehört alles nicht zu. Die Seife können Sie, die Handtücher aber auch. Sie können nicht das ganze Zimmer ausräumen. Das geht nicht. Na, die Bettwäsche ist nach oben. Aber die Handtücher sind da drinnen. Klobürste ist drin, Aschenbecher ist drin, Zahnputzbürste, damit die Badematte ist. Sind das nicht einfach alles? Das ist die Badematte. Das ist von uns. Das gehört uns. Der Aschenbecher ist unser. Haben Sie die Rechnung bezahlt? Rechnung? Ja, wo? Was ist das? Die Zimmerrechnung. Nee. Wieso? Die müssen Sie auch bezahlen. Auch noch? Ja, dann kommen Sie mal wieder mit. Kleinliche Leute hier. Der Ortspolizei, den schenke ich Ihnen noch dazu. Die haben so. Auch nichts da. Jetzt ist Schluss. Hotelgeber. Sie kommen wieder rein, nicht? Sehr gut. Alles nix, rein. Sie kommen jetzt wieder mit. Nein, lassen doch das hier. Sie kommen wieder mit. Der Kollege kommt ja vorbei. Sie kommen wieder mit. Was heißt wieder? Kommt der nicht? Bitte? Waren Sie eben hier in dem Haus? Ja, nur für eine Nacht. Ach, Sie sind der Herr Ahmed, oder wie? Ja, ähnlich, ja. 205. Ja. Nicht zahlen und noch Sachen mitnehmen. Ist es nicht dabei? Ist es nicht dabei? Das, die kleinen Souvenirs. Blumensträußchen, stand zu begrüßen. Woher kommen Sie denn hier? Woher kommen Sie denn? Ich aus Zürich. Aus Zürich? Ja. Ist das in der Schweiz so üblich? Natürlich. Gute Laufform. Ja. Sie waren die Dame, die also... Sie sind ganz aufgewühlt, wir müssen wahrscheinlich zuerst einen kleinen Schluck miteinander trinken. Zum Wohl. Sie waren die Dame, die den Koffer nahm, wieder mit ihm dann rein ins Hotel ging. Jetzt muss ich aber doch vorher noch was sagen. Erinnern Sie sich wahrscheinlich an die mittlere Dame, die dem Heiner Orbini sagte, dass sie reingehen würde, um eine zweite Tasse zu holen. Sie ging zwar rein, aber holte keine Tasse, sondern rief schnurstracks die Polizei an. Und Heiner Orbini samt unserem Team waren innerhalb von 5 Minuten festgenommen. So was. Jetzt aber zu Ihnen.
Haben Sie schon sowas mal erlebt, dass was gestohlen wurde? Nee. Nicht mehr? In dem Hotel sowieso nicht, wo Sie waren? Nie was erlebt? Nee. Also was machen Sie heute? Heute bin ich Kioskverkäuferin. Sie arbeiten nicht mehr im Hotel? Nein. Schneefernerhaus. Ja? Wo? Oben auf der Zugspitze. Oben auf der Zugspitze? Ja. Das Tolle ist ja bei Ihnen, dass Sie einen ganz merkwürdigen Arbeitsweg haben, nämlich mit einem Höhenunterschied um die 2000 Meter täglich. Ist das nicht Wahnsinn? Also Sie fahren jeden Tag zur Zugspitze rauf, öffnen Kiosk, da kann man bei Ihnen Dinge kaufen. Ja. Sind Sie schon verheiratet? Mm-mm. Nicht? Nee. Kommt mir gar nicht in Frage. Also. Da müssen Sie aber rauffahren zu ihr. Die Zugspitze rauf und da kann man sie jeden Tag sehen. Fast jeden. Fast jeden Tag. Bis auf die 6 freien Tage, die ich im Monat habe. Da bin Gut. ich nicht Auch da. Bei schlechtem Wetter. Auch bei schlechtem Wetter. Bis zur Vergasung. Gucken wir jetzt mal nach hinten, liebe Ute Laufer. Wissen Sie, wo das ist? Pitfallows? Das ist bei mir zu Hause. Das ist bei Ihnen zu Hause. Ja, Sie haben richtig. Eine Live-Schaltung nach Garmisch und da ist jetzt der Pit Krüger unterwegs zu Ihnen. Ist das Ihre Haustür dort, die man noch sieht? Müssen Sie da rein? Ja. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange kommen Sie da rein, denn Pit Krüger will jetzt hier Schnee auskippen. 4 Tonnen. Und die sollen Sie morgen, wenn Sie nach Hause kommen, wegschaufeln. Ja, das ist das Haus der Kandidatin Laufer. Ja, danke vielmals, Pit. Untersteh dich. Ja, aber er hat ein Telefon. Sie können ihn anrufen von hier aus und können ihm sagen, lieber Pit, behalt den Schnee, fahren wieder weg, kommen Sie mit mir, hier ist das Telefon. Aber Ihr Weg führt über diese Eisfläche, da kann man sehr leicht einbrechen, wenn man nicht vorsichtig ist. Also bitte wählen Sie sich irgendeine Startposition aus, Ute Laufer. Und ich mache wieder Verbindungskontrolle mit dem Pit Krüger. Hallo Pit. Ja, hallo Karl. Wie sieht's da aus? Ja, das ist ganz schön. Ich glaube, wenn ich da den Schnee runterlasse, dann sieht man die Tür nicht mehr. So viel hast du? Ja. Und so eng ist es da? Oh, wahnsinnig eng, ja. Okay, also 60 Sekunden, länger dürfen Sie nicht haben und sonst kippt er aus. Aber wenn Sie früher hier sind, umso besser, wenn Sie einbrechen, dann ist bei Ihnen zu Hause gleich die Katastrophe los. Achtung, fertig, los. So, die Uhr läuft. Langsam kriecht es jetzt nach vorne, Ute Laufer. Ganz vorsichtig, jawohl, Sie sehen, es hält wunderbar. Die Zeit läuft, Sie müssen schon langsam zu mir herkommen, sind nämlich bereits schon mindestens 25 Sekunden. Ja! Pitstopp! Pitstopp! Jawohl, und Pit hat gestoppt. Das ging aber um wenige Sekunden. Jetzt ist es nichts mehr mit Zaubern morgen. Gut, Sie kriegen den Spaßvogel, Pit, bis Ute Laufer bei Paola ist. Das ging ja ganz knapp, gell? Die hat doch am Schluss noch einen Hechtsprung gemacht zum Telefon. Wann bist du wieder bereit? Du, in 10 Minuten. In 10 Minuten, jawohl, schicke ich den nächsten vorbei. Gell? Genau. Tschüss, bitte. Ja. Liebe Ute, hier der silberne Spaßvogel. Also, in letzter Minute hat es noch geklappt. Nehmen Sie Platz in der Ehrenloge. Danke. Wintersport, das hat uns auf eine Idee gebracht. Ich habe Art Fuhrer gebeten, nach Garmisch-Partenkirchen zu kommen. Art Fuhrer hat in den 60er Jahren vor allem in Amerika den Skisport ungeheuer populär gemacht. Er hat dort gezeigt, wie man Skiakrobatik betreibt, war lange Zeit auch in Amerika. Und ich habe nun den Art angerufen und gesagt, komm mal nach Garmisch, hier kann man auch Skifahren. Er ist dann auch angereist und hat sich als Skianfänger ausgegeben und hat sich einen Skilehrer gemietet. Und wir waren mit der versteckten Kamera dabei, wie Art Fuhrer, einer der weltbesten Skifahrer, Skifahren lernte oder lernen wollte. Hier bei einem Skilehrer. Hier wartet also Art Fuhrer auf seinen Skilehrer. Er hat sich absichtlich in die ältesten Skiklamotten gestürzt, um den Eindruck eines Anfängers zu erwecken. Und Hallo. Das ist der ahnungslose Skilehrer. My name is Helmut Garner. Call me Helmut. Helmut. Ja. Können Sie schon Skifahren? Keine Ahnung. Nie Ski gefahren. Macht nix. Gehen wir auf die Zugspitze hoch? Nein, no. Das lohnt nicht. Zu spät. Ja, wir gehen an einen kleinen Hang. Kleinen Hang. Ja. Zugspitze, schaut um die Zeit und schaut ums Geld.
Ja, Geld habe ich genug. Ja, das glaube ich, aber wir brauchen ja eine Stunde, bis wir da oben sind. Na gut, gehen wir an den Bunny Hill. Einen Babylift. Babylift, okay. Okay. Ich muss noch die Ski holen. Warten Sie hier, ich hole sie. Nein. Ich brauche noch Mütze. Ja, bleiben Sie hier. Warten Sie, so ist er, komm gerade. Bleiben Sie hier, ich komme. Bringe noch die... Nein, bleiben Sie nur da. Ich komme. Warum nicht gut? Nicht gut. Nicht gut? Zu klein. Zu klein. Zu klein. Sie trauen dem nicht. Nein. Probieren wir es doch. Nein. Nein, Sie wollen nicht. Ich will nicht. Lieber nicht. Lieber Sie nicht. Wollen mich nicht als Kunde. Doch, aber mit anderen Skiern. Ja, also dieser Skilehrer war nicht bereit, mit Art Fuhr auf die Skipiste zu gehen. Wir haben es später mit einer Skilehrerin versucht, mit Barbara. Mit totales Ski-Equipment. Barbara, das sind ganz spezielle Ski. Schauen Sie dir mal an. So. Nicht? Dann hat man so mehr Halt. Ne? Ein Nervosus. Warum lachen Sie? Warum lachen Sie? Geht das nicht? Nur weil die Größe es geht. Doch. Ich bin noch nie Ski gelaufen. Ja. Aber ich habe das gesehen im Fernsehen. Ja. Und die haben lang, beim Abfahrtslauf, lange Ski. Sie lachen mich immer aus. Nee, ich lache, weil ich das nicht gesehen habe. Ich will Skifahren lernen. Ja, aber so lernt man es schlecht, wirklich. Jetzt probieren Sie es einmal. Jemand Skifahren beizubringen mit dem. Ja, probieren kann ich schon. Gut, gehen wir. Ha? Auf die Zugspitze gehen wir jetzt. Wieso rauskommen? Wieso zu spät? Es ist doch früh morgen jetzt. Ja, aber das dauert lang. Wir müssen eineinhalb Stunden fahren. Auch wir fuhren mit unserem Aufnahmewagen gleich hinterher Richtung Hausberg Seilbahn. Wir sind denen dicht auf den Fersen gefolgt. Gott sei Dank gingen die nicht in die Gondel rein. Gleich neben der Seilbahn liegt nämlich das Übungsgelände für Anfänger. Und das war für uns ein relativ günstiger Ort, den wir mit der Kamera noch beobachten konnten. Du warst noch nie auf dem Ski gestanden, oder? Nein, nie auf dem Ski gestanden. Jetzt machen wir ein paar Gehübungen. Jetzt machen wir Schuss. Jetzt machen wir Schuss. Ein. Als Anfänger muss man erst einmal ein bisschen Gefühl mit dem Ski kriegen, ja? Die Stecken richtig nehmen. So? Nein, schnuffen. So. Okay. Jawohl. Is it complicated? Ah, so schön. Skisport is complicated. Nein, Barbara. Schon. Okay, Barbara, Schuss. Okay, dann ist Schuss halt. Jetzt müssen wir erst einmal einen Schneepflug nehmen, ja? Schneepflug? Ja. Also, zeig mal, Barbara. Wie? Wir haben zwei Kanten, die setzen wir ein. Und dann ein bisschen die Knie. Mach's los. Jetzt hat. Durchdrücken, jawohl. So, und jetzt kannst du bremsen, das ist der Anfang. Jawohl. Danach kommen wir weiter. Jawohl. Anschieben ein bisschen. Und Schneeflug. Jawohl. Okay, Barbara, I'm coming. I'm coming. Thank you.
aus, nichts ist gegen. Warte. Oh, doch, das geht schon. Komm nur. Oh. Komm nur. Kannst du es anziehen? Ja, ja, mach es schon selber. So, so. Rechts zu links? So, ja, so. Komm mal hin. Und hopp. Fahren. Okay. Okay. So. Die Schiene mit Karlitz zu mir, Barbara. Wie ist das denn? Kommt es oft vor, so merkwürdige Schüler? Haben Sie oft solche Ab und zu schon, aber nicht so extrem wie der Art. Nicht so ein Spaßvogel. Was erlebt man denn da so mit merkwürdigen Schülern, Skischülern? Ja, sie wollen im Rock fahren, die Damen, und Seidenstrümpfe im Rock oder dann mal mit umgehängter Handtasche und so weiter. Ja. Aber der Art Fuhr, er war ein Privatschüler, mir ist aufgefallen, welche Liebenswürdigkeit, welche Geduld Sie hatten, das geht natürlich nur mit einem Privatschüler. Ja, muss man mit einem Privatschüler schon haben. Und es ist ja so, Sie haben ja wirklich gemerkt, dass er ein klein bisschen mit Ihnen Klamauk gemacht hat, ja, nicht? Nachdem ich mich ausgelacht habe, habe ich mir schon gedacht, das ist ein wahnsinnig guter Skifahrer, der mich jetzt ein bisschen auf den Arm nehmen will. Ja, aber ich wusste nicht ganz richtig, aus welcher Richtung das kommt. Ne? Es ist auch unsere Richtung. Sie sind auch sehr neugierig gewesen, das man ihn angesehen. Da gedacht, was will er was noch machen? Was passiert jetzt? Und Fasching war sowieso. Fasching war, das muss ich, wir haben zur Faschingszeit aufgenommen, das stimmt, im letzten Jahr. Also habe ich mich Art Fuhrer, jetzt zu dir. Es ist nicht sehr leicht, mit solchen langen Brettern zu fahren. Das ist eine Spezialkonstruktion. Wir hätten noch gerne etwas weiter gedreht dann auf dieser Skipiste, aber wir haben dann die Kamera rausgenommen und haben gesagt, fahre jetzt mal einen super schönen Stil, jetzt also nicht in deiner Rolle als Skiclown, und das wollen wir uns mal angucken. Das hat jetzt also nichts mehr mit versteckter Kamera zu tun. Jeder Skifachmann wird jetzt staunen, wie sicher Art Fuhrer darunter gleitet. Wie machst du denn das? Ja, der Ski, der fährt an und für sich ganz normal, ist nur etwas länger, 4 Meter lang. Ja. Aber man muss etwas mehr entlasten, etwas ausgeprägter fahren, aber es funktioniert. Hm, du sagst das einfach so. Ja, ja. Wir sehen, er ist sehr, sehr sportlich. Art Fuhrer, was machen Sie heute? Heute bin ich Hotelier auf der schönen Riederalp im Wallis. Aber mein Beruf, mein ehemaliger Beruf ist jetzt wieder Hobby geworden. Ich fahre wieder Ski, sehr viel Ski. Ja. Ich gebe Kurse für Skiakrobatik, ich gebe Kurse für Pulverschneefahrten. Das ist erfahren. Du bist auch heute also noch sportlich tätig. Ich bin sehr, sehr aktiv im Sport. Lieber Art Fuhrer, liebe Barbara, herzlichen Dank. Sie bleiben noch hier. Art, ich wünsche dir eine gute Heimreise in Kanton Wallis, gell, und lass mal die Walliser noch. Dankeschön, grüßen. Alles Gute. Danke, auf Wiedersehen. Dann bist du hier. Barbara, bleiben Sie noch einen Moment hier. Schauen Sie auf Ihren Fernsehapparat, da sehen wir ein Bild. Was ist das? Kommt mir bekannt vor. Kommt Ihnen bekannt vor, ja. Es ist nämlich Ihr Zuhause. Gleich wird jetzt an einen Lastwagen ranfahren. Und in diesem Lastwagen sitzt Pit Krüger. Pit Krüger hat hier 4 Tonnen Schnee geladen. Und die wird er jetzt auskippen vor Ihrem Haus, dass Sie morgen, wenn Sie nach Hause kommen wollen. Ja, das ist das Haus der Kandidatin Lein. Ja, danke schön, Pit, schippen können. Ja? Ja, Sie sind ja sportlich. Sie haben ja Fitness. Aber Sie können das verhindern, indem Sie den Pit anrufen. Pit hat nämlich in seinem Lastwagen ein Autotelefon. Und mit diesem Telefon sind Sie jetzt mit Pit Krüger verbunden, aber der Weg hierhin führt über diese Eisfläche. Bitte seien Sie ganz vorsichtig und gehen Sie mal jetzt in Startposition. Pit, wie sieht es jetzt in Garmisch aus? Ja, es sind viele Leute da, die gucken jetzt und haben Angst, dass den Schnee abbleibt, denn da kommt keiner mehr vorbei. Weder Mensch noch Auto. Das kann ich mir vorstellen. Barbara ist jetzt bereit. Ja. 60 Sekunden haben Sie Zeit, ist alles klar? Sehr vorsichtig jetzt über diese Eisfläche. Achtung, fertig, los. So, jetzt sind wir gespannt. Ja, Sie können kriechen. Ui, flach auf dem Bauch. Das ist natürlich sehr klug. Auf Wiedersehen. Bitte. Was machst du jetzt? Der Schnee liegt unten. Jawohl, wir haben es gesehen. Schöner Nachbarpapiger Schnee. Was machst du jetzt? Du, ich gebe jetzt den Wagen zurück und dann werde ich mich in das Nachtleben von Garmisch-Partenkirchen stürzen. Da werde ich eine Kneipe aussuchen.
wo ein Fernseher ist, denn ich möchte den Rest der Fernsehsendung natürlich sehen. Ja. Und es kommt ja noch ein Film von mir. Ja, und es kommt ein Film von dir und den musst du, du musst dich aber beeilen, in wenigen Minuten ist er schon auf dem Sender. Vielen Dank, Pitt, und auf Wiedersehen. Ciao. Liebe Barbara, für Sie den silbernen Spaßvogel und fröhliche Schneeschippen, wenn Sie nach Hause kommen. Ja, nehmen Sie bitte Platz in der Ehrenloge. Denn jetzt, liebe Zuschauer, kommen drei Spaßmacher auf einmal. Rolf Knie aus der weltberühmten Schweizer Zirkusfamilie, Pippo und Gaston, deren Großväter und Verwandte schon sehr berühmte Clowns waren. Und ich muss gestehen, wir sind ein bisschen stolz, dass die drei hier in Deutschland in dieser Sendung zum ersten Mal live auftreten. Hier kommen Rolf, Pippo und Gaston. So, 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 halt, 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 halt. Wieso schlagt ihr denn euch? Ha? Wieso schreit ihr euch? Ja, ich wollte tanzen, da ist er gekommen und hat mir einfach so gemacht. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Er ist gekommen und hat einfach so gemacht. Also, wenn ihr schon streiten wollt miteinander, geht in den Boxring, da könnt ihr aufeinander einhauen. Ich habe nämlich einen Boxring vorbereitet und hier ist einer, der euch das Boxen lernen wird. Pippo, bitteschön. Also komm, wir gehen boxen. Also kommen Sie mal hier, ihr beiden. Ja, komm, wir gehen rein. So. Naja, was suchst du? Gaston, für dich ein paar Handschuhe, Rolfi auch, hier ein paar Hosen. Bitteschön. Und jetzt zeigt euch um. Ja, und wo sind die Umkleidekabinen? Nein, es gibt hier keine Umkleidekabine. Und wo soll ich mich umziehen? Na ja, hier. Von den ganzen Leuten da? Na ja, natürlich. Ulala. Also, komm schon. Also, ich versuche es. Ja, 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 ja. Warte, hier, Handschuhe. Ja. So. Sehr fantastische Figur. So, naja, und jetzt? Nein, nein, so geht das nicht. Schau mal, so, hier. Ja, so. Nein, nein, ich boxe so. So geht das überhaupt nicht. Ich war aber schneller, ne? Ja, aber das geht nicht. Hier, so. Ja. Voilà. Nein, 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 so geht das nicht. Zuerst, ihr müsst trainieren. Komm mal hier. Das ist ganz einfach. Frech, frech, so, so. Rolfi, jetzt bist du dran. Nein. 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 Gaston, zeig ihm mal. Auch nicht. So, so, schau zu. Sagst du auf die Seite? Voilà. Nein! Nein! Gut. Hallo! Hallo!
Was ist mit dir los? Mama! Na ja, was? Meine Zähne! So will das hier. Also. Box! Ach, sehr. Zurückschlagen. Ich darf. Ja, ich darf auch schlagen. Nein, natürlich. Ja, dann rum. Nein, so geht das. Pass mal auf, einen Moment. Ja, ich komme da. Nein! Komm, so, jetzt, Box! Nein! Pass mal auf, hör zu. Wenn der Gegner am Boden liegt, darfst du nicht mehr schlagen. Ja, nicht gleich. So geht das nicht. Du, wenn ich am Boden liege, darf er nicht mehr schlagen. So ist das. Box! Nein. So geht das nicht. Aufstehen, aufstehen. Box! Hör mal, pass mal auf. Das ist ein Tiefschlag. Unter den Gürtel darfst du nicht schlagen. Nein, so geht das nicht. Wir da nicht unter den Gürtel schlagen. So ist das. Pass mal auf, schon zweimal jetzt. So, Box. Was macht ihr? Komm mal hier. Box. Sehr gut. Jawohl. Eins, zwei, drei. Nein. Pass mal auf. Kommt er nicht? Dann schlag aber fest! Gaston, komm zurück! Gaston, komm wieder rein! Ja, komm, er hilft dir! Ja! Hey, komm mal hier! So, ja, komm jetzt rein! Gut! Wo ist er? Hinter dir! Pass mal auf, du! Gaston, weißt du? Komm mal hier! Ja. Hör zu! Ist dein Beruf! Pass mal auf! Aber eins möchte ich auch so machen! Nein, so geht das nicht!
mein Rundes. Nur ich! Aber nur einmal so! Nein, das geht überhaupt nicht! Sei doch nicht so! Albert, wir haben vorher. Nein, das. Nur einmal so! Nein, das geht überhaupt nicht! Nein, nein, nein! Nein, auf! Nein, ich bin jetzt hier! Nein! Also gut. Ein, zwei. Moment, Moment. Ich gebe ihm noch den letzten Schlag. Komm her, mein Ausgezeichnet, diese Clowns wurden auch schon mit tollen Auszeichnungen geehrt. Und wir kommen jetzt in dieser Sendung auch zur Auszeichnung, nämlich für die Stadt Garmisch-Partenkirchen. Darf ich Sie bitten, Herr Bürgermeister, Herr Neidlinger, nämlich ein großes Dankeschön. Hier. Ein großes Dankeschön allen Garmisch-Partenkirchenern dafür, dass Sie Spaß verstanden haben. Und wir wollen nun der Stadt diesen Wetterspaßvogel überreichen, Herr Neidlinger. Wissen Sie schon, wo Sie den hintun wollen? Auf welches Dach vielleicht? Bereits am nächsten Tag nach Ihrer Sendung hat die Leiterin des Kindergartens Partenkirchen angerufen und gesagt, also wenn wir den kriegen, dann muss er auf jeden Fall auf das Dach unseres Kindergartens in Partenkirchen. Bitte schön, nicht nach Garmisch, auf jeden Fall nach Partenkirchen. Ja. Natürlich, Herr Neidlinger, dass Ihnen dieser Vogel gutes Wetter anzeigen wird, dass die Kinder Freude dran haben werden. Wir wünschen Ihnen einen schönen Winter, dass er in die gute Richtung zeigt und einen schönen Sommer. Das brauchen Sie ja für Ihren Ort. Wir können es brauchen. Recht herzlichen Dank. Gut. Ich darf mit einem kleinen Gegengeschenk antworten. Bei uns ist Fasching zurzeit. Ja. Es beginnt das Maskentreiben. Wir haben Larven draußen. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese zwei Larven annehmen würden als kleines Zeichen der Verbundenheit mit Garmisch-Partenkirchen. Hinter den Larven kann man einiges sagen, wenn man sie sonst nicht sagen kann. So schön werden wir nie mehr. Darf ich Sie zurückbringen? Recht herzlichen Dank, Frau Neidlinger. Und nun, liebe Zuschauer, ist der Moment gekommen, wo Sie etwas gewinnen können. Denn unser Spaßvogel fliegt jetzt in die nächste Stadt, wo wir das nächste Mal die Kamera verstecken werden. Also, wir verraten jetzt noch nicht, wo in den nächsten Augenblicken landen wird, aber halten Sie Augen und Ohren auf, es lohnt sich. Mein lieber Spaßvogel, bist du bereit? Ready for stretch off! Roger, Roger! Paola, Paola! Oh, hier ist zu dunkel! Sonne! Komm doch noch mal zurück! Ich sehe nichts! Ah, danke! Mal sehen, wohin ich mich diesmal verfliege. Ui, da kann man abkürzen. Das ist sehr, sehr praktisch, aber vielleicht auch ein bisschen ungewiss. Au! Ah, was verschiebt denn da so? Ui, aufhören! Mein lieber Schwan, ist das ein Stretch? Also ich kürz nie wieder ab. Nie wieder! Oh, war das ein... Ui! Oh, ah, guten Abend, der Herr! Oh, was? Das bin ich ja selber. Oh, sehe ich aber gut aus. Sehr intrigant. Ja, wo bin ich denn eigentlich überhaupt? Oh, oh la la, tja, 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 was ist denn da? Da könnte man ja fast die allerliebste Paola vergessen. Jups! Grüß dich, Liebste. Ich bin der Spaßvogel. Ja, so blöd schaust du auch aus. Was? Wie meinst du das? Sonne, knips das Licht aus! Ja, und ihr könnt mich suchen. Und wenn ihr glaubt, dass wir zwei beide noch immer auf diesem Dach sitzen, dann habt ihr euch aber vertäuscht.
Ja, also irgendwo ist der Spaßvogel gelandet, in irgendwelcher deutschen Ortschaft. Suchen Sie jetzt in dem Moment diesen Spaßvogel, ist irgendwo auf der Straße zu finden. Ja, und er hat einen Zettel im Schnabel, da drauf steht eine Nummer, das ist eine Telefonnummer, wählen Sie die sofort und dann klingelt es hier bei uns auf diesem Telefon. Und bis es soweit ist, zeigen wir Ihnen wiederum einen Film mit der versteckten Kamera, und zwar Pitt Krüger. Sie haben Pitt Krüger gesehen vor 2 Monaten als Postboten, da können sich noch viele dran erinnern, und jetzt als Bankbeamten. Bitte schön, bitte schön. Ja, bitte. Ja, kommen Sie doch herein. Machen Sie bitte die Tür zu, es zieht. Dankeschön. Sehr gut. Guten Tag. Würden Sie mir freundlicherweise die Seife geben, die ist mir aus der Wange gefallen. Das ist furchtbar lieb, dankeschön. Würden Sie mir den auch in den Rücken schrubben? Würden Sie das machen? Ach, sehen Sie das denn hier? Ja? Ja, ist recht. Ja, ehrlich? Ha? Würden Sie das machen? Sehr freund, ich hab's mit Ihnen in der Schulter, ich komme da nicht dran. Wissen Sie, das geht nicht so richtig. Da ist doch nichts dabei. Ja, ja. Was denken Sie, wenn ich was sehe, was dann los ist? Ja. Ja, bitte sehr, kein. Ja, bitte sehr. Guten Tag, wenn Sie mich die Tür zu machen, es zieht etwas. Ja. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Ja, bitte. Oh, Entschuldigung. Meier. Ja, das bin ich. Und rein. Tut mal die Tür zu, zieht so. Dankeschön. Gut, Willen, habe ich mich jetzt erschrocken. Warum das? Weil ich hier bade. Ja, gut, denke ich, dass hier der Sparkassenbad ist. Ja, ist ja zwar schön hier. Würden Sie mir freundlicherweise die Seife geben, die ist mir aus der Wanne gefallen. Aber was machen wir denn jetzt? Mir ist die Seife rausgefallen. Ach. Aber wenn Sie mir die... Sie ist mal zweimal verheiratet, das ist nicht so schlimm. Das ist lieb. Würden Sie mir auch rücken, dann... Machen Sie auch noch. Mit der Bürste, das ist... Schädelboten kann man es benutzen. Wasser braucht das liebe Vieh. Ballera und Ballerie, selbst die Feuerwehr benötigt Wasser sehr. Kannst du das erstmal abspielen? Nee, das mache ich schon. Wenn Sie inzwischen, das wäre lieb, eine Nummer anrufen würden für mich und zwar meine Frau, eine 0 wählen und dann 3819 und ihr sagen, sie sollte mir kein Wasser heute einlassen, ich hätte schon im Büro gewartet. Hey. Ah. 0 wählen, einfach die 0. 03819. Ja. Maja? Ja, Frau Maja, ich soll Ihnen von Ihrem Mann ausrichten, dass Sie kein Wasser richten brauchen, er badet im Büro. Wo waren Sie? Im Büro? Ja. Wo sind Sie? Im Büro. Hat er eine Sparkasse? Ja, ich weiß es nicht. Hier auf der Sparkasse? Hier auf der Sparkasse ist ein Büro. Wer sind Sie? Ich bin Frau Matt. Frau Matt, mein Mann spinnt. Ja, ich weiß es nicht. Was wissen Sie nicht? Eine Macke hat er. Ja, also, da kenne ich mich nicht so aus. Er hat mir nur gesagt, ich soll ihm Bescheid sagen, dass er hier im Büro badet und Sie brauchen kein Bad richten. Für ihn richte ich sowieso nichts. Ja. Gebadet wird 18.30 Uhr zu Hause. Gut. Und keine Sekunde später, das ja? Das sag ich, ja. Sonst gibt's ein Donnerwetter. Ja, also Moment, 18.30 Uhr sind Sie bitte daheim zum Baden.
Ja, aber ich habe doch schon gebadet. Sonst darf ich nur samstags baden. Das ist ein schönes Mal. Ja. Der kann zu Hause was erleben. Und Sie wollen mir meinen Mann ausspannen. Ich kenne ja Ihren Mann nicht. Ja, ich habe ihn hier, bin hier durch Zufall, ja. Jetzt glauben auch Sie noch, dass er im Büro badet. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was dazu sagen soll. Ich habe das ja nicht gewusst, dass man auf der Sparkasse überhaupt baden kann. Ja, da verstehe ich keinen Spaß. Der spinnt, sagen Sie ihm das. Gut, ich will es ihm sagen, okay. Entschuldigen Sie bitte, ja? Sagen Sie es ihm. Ja. Krüger auf einer Sparkasse in Oberkirch. Ja, bevor wir nun das Telefon hier abnehmen, Paula, möchte ich doch noch was sagen unseren Zuschauern. Sie haben gesehen, wie die Frau in die versteckte Kamera reingeguckt hat. Aber ich kann Ihnen versichern, sie hat die Kamera nicht gesehen, denn zwischen der Kamera und dieser Dame war noch was. Wir verstecken nämlich die Kamera und was da war, das ist unser Geheimnis. Jetzt kann ich abnehmen? Ja? Haben wir einen ganz ungeduldigen. Hallo? Allerliebste Paula, was? Kein einziger Dussel in diesem Dorf hat mich gefunden. Ja, du bist, wo bist du denn? Ja, in Düsseldorf, Düsseldorf bin ich und keiner ist da. Oh, doch, da kommt eine, oh la la, cha cha cha, ich übergebe mich. Ja, hallo, wer ist da? Hallo, mein Name ist Kreuzer. Kreuzer, Frau Kreuzer? Ja. Ja, und Sie wohnen in? Düsseldorf. Richtig, da ist unser Spaßvogel hingeflogen. Frau Kreuzer, Sie sind bei uns zu Gast in der nächsten Sendung am 3. März. Wir freuen uns. Bis dahin, auf Wiedersehen, viel Spaß. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Der Spaßvogel, unser Wetterspaßvogel, geht nach Partenkirchen auf ein Kindergartendach. Und jetzt sind doch alle Garmischer Kinder traurig, dass sie auch keinen bekommen. Sie bekommen einen. Wir schicken noch einen nach Garmisch. Dann steht einer in Garmisch und einer in Partenkirchen. Ist doch nicht ganz. Wir wollten natürlich unseren Kandidaten nicht zutrauen, dass sie jetzt morgen Sonntag Schnee schaufeln müssen. Wir haben auch einige Telefone bekommen aus Garmisch-Partenkirchen, haben gesagt, wir helfen natürlich den Kandidaten den Schnee wegschaufeln. Es ist nicht nötig, denn wir haben durch einen geschickten Filmschnitt die Illusion zu erzeugen versucht, dass der Schnee ausgekippt wurde. Aber er wurde nicht da ausgekippt, wo Sie meinen. Hier sehen wir, wo es effektiv geschah, nämlich bei der Sprungschanze. Und Pitt war jetzt auch nicht in Garmisch-Partenkirchen. Er war nämlich hinter der Kulisse und hat da telefoniert. Pitt, komm, zeig dich mal. Pitt Krüger! Grüß dich! So grausam sind wir ja nicht zu den Leuten. Das hätte ich gar nicht übers Herz gebracht bei so zauberhaften Kandidaten. Gut. Wir haben auch herzlich gelacht über dich in der Badewanne. Du warst jetzt Postbote, du warst Bankangestellter, was bist du das nächste Mal? Taxifahrer. Ja. Pitt, wir freuen uns auf den 3. März. Ciao. Tschüss und auf Wiedersehen. Und nun wollen wir schauen, wer gewonnen hat in unserem Spiel. Eindeutige Siegerin mit 25 Sekunden, Ute Laufer. Dafür gibt es den goldenen Spaßvogel. Ja, und in unserer Sendung kann man ja sehr viel gewinnen oder nichts gewinnen. Das hängt vom Zufall ab. Sie können ein Haus gewinnen oder halt eben gar nichts. Ja, es hängt nämlich von so einem Los oder von solchen Losen ab. Das ist ein Los der Fernsehlotterie. Und davon werden nun Tausende vom Himmel schneien. Und so viele Sie einsammeln können, während der Schlusstitel dieser Sendung läuft, so viele Lose gehören Ihnen. Also der Sendetitel hat nun, also der lange Titel hat für Sie einen guten Sinn, nicht? Ja, ich würde sagen, Ihnen soll geholfen werden, noch dabei so viel wie möglich Lose aufzufangen. Herr Neidlinger, als Bürgermeister von Garmisch-Partenkirchen, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, bitte helfen Sie, denn bevor nun der Segen vom Himmel fällt, wollen wir uns verabschieden bis zum 3. März. Ja, und wir erwarten dann natürlich viele Düsseldorfer, die zu uns in die Sendung kommen. Darf ich hier das erste Los schon ins Netz fallen lassen? Es gelten nur die Lose, die ins Netz fallen, keine vom Boden auflesen. Ja? Das war's, liebe Zuschauer. Viel Spaß, bis wir Sie wiederum fragen. Verstehen Sie? Spaß. Und los. Thank you.
Gut, du aber Nausen. Ha, dann schau ich halt, ob ich im Lotto gewonnen hab. Ich verschalte zur Erziehung der Lottozahlen nach Frankfurt. Der Kontrolleur hat sich vom... Ja, ich hab mir vergessen, die Kreuze auf die Zahlen zu machen. So ein Stretch.